Here we go again. Ja, hallo. Ich grüße Sie, werte Zuschauer. Herzlich willkommen, Freunde der Pappkameradenunterhaltung. Heute zu einem Feedback bzw. Info-Ding zu dem neuen Halo 5 Guardians Hammerstorm Update. Oh yeah. Das kam ja raus. Letzte Woche, ja. Anfang letzter Woche irgendwann. Genau. Was bei uns nicht viel heißen mag. Ich hoffe, das kommt schnell. Zeitlich gesehen. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen dazu mal ein Video, weil wir seit dem Hammerstorm-Update tatsächlich mal wieder vermehrt auch zu dritt Halo 5 gespielt haben. Und wir, glaube ich, im Großen und Ganzen alle durch die Bank weg das Hammerstorm-Update ziemlich cool fanden, so von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Tatsächlich ja. Ich muss ja sagen, ich bin aktuell jetzt so langsam, wo die Schmiede auch schon eine Weile da ist und das jetzt, ne, und dann auch jetzt letztens ja nochmal neben dem Hammerstorm-Update diese Vorschau auf die kommenden Updates kam und Firefight wurde angekündigt und so, bin ich sehr, sehr überzeugt von vielen Dingen und vor allem von Halo 5 und habe auch sonst ja schon von Anfang an eigentlich relativ viel Spaß gehabt, aber jetzt irgendwie nochmal so final. Ja, man kommt langsam so an den Punkt, wo es contentmäßig auch passt. Ich meine, davor war es ja immer so, dass Halo 5 an sich zwar vom Grundgedanken, vom Gameplay her und allem gut war und oder ist, aber einfach vieles gefehlt hat, unter anderem Spielmodi und Maps und, also Maps nicht unbedingt, aber halt Schmiede und so Zeug. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo das im Großen und Ganzen nachgereicht ist. Ich meine, die Schmiede ist jetzt ja schon länger da, schon wie viele Monate? Eins oder zwei? Seit Mitte Dezember oder so, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Aber jetzt sehen wir halt erstmal so auch so die Früchte, die die Schmiede von sich trägt. Das fängt jetzt, finde ich, schon ein bisschen länger jetzt, aber so die letzten paar Wochen, letzten Monat, finde ich, hat so richtig angefangen, dass man so richtig krasse Maps sieht, die refined sind, also fertiggestellt, wenn man so möchte, und auch wirklich einfach gut passen. Und dann kam halt natürlich jetzt auch noch Hammerstorm, wo jetzt nochmal mehr Spielmodi gekommen sind, nämlich Griffball und Assault und Oddball und das war's, glaube ich, oder? Fiesta. Fiesta, stimmt, Fiesta. Wobei ich jetzt, ich meine, Fiesta habe ich bisher noch gar nicht gespielt in Halo 5, um ehrlich zu sein. Ja, ist auch in keiner Playlist drin. Ja, aber auch nicht so privat oder ähnliches. Fiesta war immer cool, aber war jetzt nicht so. Ja, genau. Es ist halt so nice to have einfach. Ja. War das nicht sogar gemoddet in Halo 4 damals? Nee, das war, gemoddet war hier, nee, gemoddet war gar nichts. In Reach oder irgendwo, was in Reach? Aber in Halo 4 gab es doch auch so einen Fiesta-Modus, nee, also, wo man. Ja, ja, Fiesta gab es sowieso, aber es gab irgendwann mal so einen Gun-Game-Modus. Der, genau, den meine ich. Ach, der, ja. Okay, ja, der war gemoddet dann. Gut. Was ich auch sehr cool finde, die neue Arena-Map, nämlich Talk. Das was? Was? Talk. Ach, die Map, ja. Die neue Map, ja, Talk. Ganz großartig. Ich finde die bisher beste neue, wirkliche, eingeführte Map. Sonst waren es ja auch oftmals sowieso nur abgewandelte Versionen von anderen Maps und so und bla. Die ist jetzt wirklich neu. Sie hat eine tolle Skybox, oh, die einen verwirren kann. Das ist vor allem ziemlich cool, muss ich sagen, weil wo auch der Eddie bisher meines Erachtens immer recht hat, war das 343 irgendwie, das mit den Skyboxen nicht ganz so cool drauf hatte wie Certain Affinity. Oder Bungie. Oder Bungie auch, wo ja sonst die Skyboxen ziemlich nice waren. Bei 343 waren die so, ja, jetzt nicht schlecht. In der Kampagne gab es schon so einige Stellen, vor allem auch in Halo 4. Ja. In der Kampagne schon, also bei den Multiplayer-Maps waren die jetzt nicht so wow, sondern eher so, ja, okay. Ja. Aber die hier ist richtig cool und vor allem, weil man es normalerweise, was du ja auch schon öfters zu mir gesagt hast, nicht wirklich merkt. Man spielt so die Map so ganz normal und denkt nicht groß drüber nach und dann wagt man mal einen Blick nach oben oder durch eines der Fenster hinten aus den Basen raus und sieht erstmal, dass sich der ganze Shit hier richtig krass dreht. Ja, das war ja bei meinem ersten Match auf der Map eh so, so, oh cool, neue Map, nice, let's go, oh schön, symmetrisch und toll und überhaupt und genau und das spiele ich so und irgendwie so, geil, Classic VR und überhaupt und dann so, Moment mal, nach 5 Minuten gespielt so, war da nicht irgendwas im Trailer, die dreht sich doch und ich guck so nach oben und so, fuck,
Ja, das war halt komplett unerwartet, weil ich einfach gar nicht mehr das auf dem Schirm hatte und dann, ja. Aber auch sonst ist die Map sehr cool, irgendwie halt wie gesagt symmetrisch und ja gut, die Deckungen da vor den Basen fahren sich aus und so. Aber sie ist einfach fair und... Vom Aussehen her finde ich es ja auch persönlich sehr cool und nicht nur das, auch irgendwie hat die so eine coole Geräuschkulisse dann mit diesen... Da hört man immer wieder so basslastiges Maschinengedümpel, irgendwie so bau, 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 irgendwas so umher macht. Und das hat mir bisher sehr getaugt, irgendwie die ganze Map an sich. Natürlich dann auch noch mit Classic VR und überhaupt vom Gameplay her hat sie mir auch sehr fun gemacht, weil sie auch irgendwie so drei Angriffswege hat, nämlich unten rum und seitlich die beiden in die Basen rein. Fand ich insgesamt vom Gameplay her alles sehr cool. Aber ja gut, da liegen noch jeweils ein Hammer auf jeder Seite, dann auf den Flanken und... Eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, bevor wir vielleicht auch noch auf was anderes weiter eingehen, was mit Hammern zu tun hat. Und zwar hast du eigentlich schon die... Es soll ja im Himmel irgendwie die zwei Namen da stehen von den beiden verunglückten Töchtern des einen Community-Members. Nicht mitbekommen? Also es gab doch dieses Spartans Never Walk Alone Chisel, also was heißt Chisel, aber also wo sie extra so ein Rackpack und alles gemacht haben und Emblem scheinbar auch das erste animiert, aber ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, deswegen keine Ahnung wie das. Was, ein GIF in Halo 5? Aha. Oh Gott. shit just got real. Auf jeden Fall war das ja zu Gedenken an den tragischen Verlust zweier Töchter eines Community-Members, die irgendwie in einem elektrischen Brand oder so umgekommen sind. Ich habe das Ganze noch nicht so ganz umrissen, weil ich den persönlich auch nicht kannte. Auf jeden Fall sollen die beiden Namen da irgendwo scheinbar oben im Sternenhimmel leuchten. Habe ich aber noch nicht gesehen. I don't know. It's not that essential. Auf zu Griffball. Genau. Griffball ist toll. Oh ja. Ich glaube, um ehrlich zu sein, also früher in Halo 3, als Griffball ja zum ersten Mal da war, war es ja eins der Double XP Weekend Playlists Dinger, irgendwas, was man halt immer nur mal wieder spielen konnte und deswegen halt fesch war, ne, und man das dann auch immer gespielt hat. So in Reach und Halo 4 war Griffball immer so, ja, ist halt da. Man spielt es normal, aber eigentlich nicht so. Ich muss sagen, jetzt in Halo 5 macht es mir echt viel Spaß, weil gut passen konnte man auch in Halo 4 schon quasi die Bombe oder den Ball oder whatever. Aber irgendwie mit Thrusten und dem generellen Movement von Halo 5 und Ground Pound und so, kriegt das einfach nochmal so einen neuen Touch, was echt gut zusammenpasst und deswegen sehr cool ist. Speziell auch der Spartan-Charge und ähnliches hat mir gefallen. Dann natürlich nicht zu vergessen, dedizierte Server machen auch viel aus, weil sonst was ist immer so Griffball-mäßig, oh, wer den Host hat, der hat gewonnen. Und jetzt ist es halt mehr irgendwie fairer, kommt es mir zumindest so vor. Also ich hatte nicht so oft viele frustrierende Momente, wie zum Beispiel speziell in Halo 3, wo der Netcode ja auch nicht unbedingt der beste war. Wo ich dann irgendwo so, ja, ich habe doch auch geschlagen, aber hey, fuck you, I guess. Und ich bin ja trotzdem gestorben, aber hey, das hatte ich dort nicht so oft. Wobei man natürlich, wenn man an den Hammer denkt, Halo 3 ist mal in die Unendlichkeit weit weggeflogen. Ja. Das war so, einfach so, kam dieser dumme, typische Halo 3 Sterbesound, die ist, dieser Pseudo, Halo 3 Wilhelmsschrei. Ja, es ist sehr seltsam. Auf jeden Fall, was ich aber sagen muss, ich finde den Hammer schon ziemlich fesch, vor allem hast du mal mit dem Hammer angezoomt. Nee. Also hier, wie heißt das Dings? Das ist sehr lustig, er drückt so einen Knopf. Genau, er drückt so einen Knopf am Griff, also ne, der Daumen geht so da drauf. Und dann fährt sich oben noch so ein komischer Kram aus, das sieht völlig spacey aus. Okay. Na, auf jeden Fall, der Hammer zieht sich jetzt auch relativ krass ran, muss ich sagen. Und hat auch eine deutlich höhere Reichweite, kommt mir irgendwie so vor. Ja, das finde ich fast ein bisschen schade, was mir nämlich speziell aufgefallen ist bei Griffball. Dass man über den Hammer nicht mehr so drüber springen kann. Also auch wenn man relativ weit oben in der Luft ist. Ja, mit Thrust geht's vielleicht noch irgendwie. Und dann da irgendeiner vor allem unter einem schlägt, dann stirbt man auch meist mit. Fand ich ein bisschen schade, aber dafür gibt's jetzt halt andere Sachen, die meines Erachtens wieder ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Speziell auch mit dem Schwert, weil man mit dem ja schneller sprinten kann.
Und das wäre eben der Spartan Charge. Irgendwie finde ich den voll cool, weil da kannst du dann auch so von hinten kommen und auf größere Distanz dann auch irgendwie dann so chargen und Zeug. Du musst halt auch ein bisschen Glück haben, dass die Gegner sich da nicht so viel bewegen, damit man nicht daneben chargt. Und das ist auf jeden Fall ganz lustig. Also speziell, wenn man von hinten kommt, kann man deutlich unerwarteter kommen, als wenn man sich einfach nur von hinten annähert. Weil du einfach deutlich schneller bist mit dem Spartan Charge und die Leute dann nicht unbedingt immer die Zeit haben, sich dann noch umzudrehen, was meines Erachtens auch nochmal so ein bisschen, ja, fast schon Taktik mit reinbringt. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Wobei ich ja gehört habe, um meinem Redeschwall gar kein Ende mehr zu setzen, dass Griffball scheinbar leicht broken ist im Moment, weil man irgendwie mit dem Ball aus der Arena raus kann und draußen außerhalb der Arena soll auch irgendwo so ein Turret stehen. Der Eddie und ich haben das schon erlebt. Echt? Okay, ich hatte es bisher noch kein einziges Mal, deswegen. Die Griffball Arena, es gibt momentan ja auch leider nur eine, diesen Griffball Court. Und der ist ja auf Avalanche, heißt die Map, glaube ich, ist ja die 3, diesen Remake. Und ich weiß gar nicht, wie sie es geschafft haben, ob es mit Absicht war oder ob sie es random halt waren. Sie haben sich da rausgeboostet und dann stand man da ewig und so, ne. Irgendwann sind sie dann draufgegangen, aber die sind fast über die ganze Map gelaufen und es waren bestimmt 6-7 Minuten, die das Spiel in die Länge gezogen wurde und das war halt einfach. Ja. Ich meine, es ist, wenn ich selber aus irgendeinem Grund rausgeglitscht wäre, hätte ich wahrscheinlich das selber gemacht, weil das ist halt ein Map-Remake, was man vielleicht noch nicht kennt und überhaupt. Aber wenn man das zum zweiten oder dritten Mal durchkloppt, dann nervt dann das direkt schon und das ist halt irgendwie schon doof, dass man da, also dass sie nicht dran gedacht haben, da eine Todeszone hinzumachen einfach. Speziell Madig, scheinbar scheint es draußen auch noch so ein MG zu geben, das man halt abnehmen kann. Und wenn du damit dann wieder reinkommst, dann kannst du halt übelst das Massaker stiften, indem du halt einfach alles ummähst. Habe ich zumindest in YouTube-Kommentaren mal irgendwo gelesen, wo jemand gesagt hat, ja, Griffball komplett broken. Oder was YouTube? Eventuell war es auch Reddit. Ich war letztens tatsächlich mal auf Reddit. Naja. Das habe ich mir auch noch nicht. Ja, also keine Ahnung, aber das werden sie schon hinkriegen und ich hoffe, dass sie halt vor allem auch noch mehr verschiedene Griffball-Arenen reinpacken, weil es ist aber fürs Auge viel angenehmer, als wenn du immer das gleiche spielen musst. Und man kann ja vielleicht auch noch zwei, drei kleine Clues da reinbauen. Jetzt nicht irgendwie Waffen hindroppen, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, dass da nochmal was ist, wo man höher springen kann oder so. I don't know. Ja, ansonsten macht es ja meistens vom Spielfeld her nicht große Unterschiede, aber optisch ist es halt doch nochmal eine Abwechslung, die dann recht gewünscht wäre, vor allem weil irgendwie Avalanche so eisig ist. Eddie meint halt auch in Halo 4, da hat er wohl auch nochmal öfter Griffball gespielt, da gab es wohl relativ geile Griffball-Maps, die also vom Aussehen halt einfach sau nice aussahen und jetzt gibt es ja auch noch mehr Effekte und so in Halo 5, ich glaube, da kann man schon einiges rausholen. Ja, definitiv. Genau, dann gibt es noch die CE-Pistol ist noch neu, die habe ich zwar schon gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt auf irgendeiner normalen 4v4 oder 5v5 Arena-Map zu finden ist. Aber im Big Team habe ich sie gefunden. Und zwar auf dieser Schneemap. Ich glaube, bisher ist sie nur auf Big Team. Auf dieser einen Schneemap habe ich sie gefunden. Ich weiß nicht, ob sie auf anderen auch noch liegt. Und man hat dann ein Magazin oder so. Also kein Nachlademagazin mehr. Wenn man die einmal aufhebt. Ach so, daher kommt der Witz die ganze Zeit mit We don't keep it loaded, you have to find ammo as you go. Was ja natürlich auch nochmal eine Hommage ist an den Spruch, den Captain Keys sagt in der ersten Ding, aber auf jeden Fall jedes Mal, wenn sie irgendwo war, ist es immer we don't keep our pistol loaded oder irgendwas ähnlich. Naja, auf jeden Fall, es ist halt eigentlich schon sinnvoll. Das Ding war halt nur, als ich die gespielt habe, die liegt halt in so einem kleinen Tower und den gibt es halt auf der anderen Seite der Map auch nochmal. Und da kommt man auch relativ schnell hin, weil da halt so eine Brücke zwischen ist. Ich nehme die Pistol, oh cool, töte einen Gegner mit halt relativ wenig Schuss, wie es E-Pistol halt ist. Wir wissen es alle, 3 Schuss oder glaube ich. Nichts Falsches sagen. Ja, 3 Schuss. Dann renne ich halt kurz rüber den anderen, bin halt instant da, hab wieder ein Magazin mehr, gern wieder zurück. Oh, die ist schon wieder gespawnt, hab noch mehr Munition. Und so konnte man sich da halt immer, fast immer genug Munition holen, wenn man halt nicht von da weggeholt wurde. Was, wenn die Gegner nicht ganz so inkompetent gewesen wären, vielleicht auch passiert wäre, aber ja, so habe ich halt sehr viel Spaß damit gehabt. Und der Sound ist geil und wenn man die das erste Mal sieht, denkt man sich vielleicht, boah Gott, die sieht ja komisch aus und bla, aber sie sieht halt ja auch ziemlich so oldschool aus. Bisschen Kontroverse irgendwie. Scheinbar manche wollten unbedingt die alte wieder haben,
Oder am Anfang hieß es irgendwie so die ganze Zeit auch bla, hoffentlich nehmen sie nicht das Anniversary Model, sondern das alte. Jetzt haben sie das alte, da haben sich Entweder irgendwie schon mal wieder beschwert. Ja, das ist ja gar nicht das Anniversary Model. Ich finde es gut so, also. Ja. Es sieht halt einfach so aus, wie es aussehen soll, auch wenn manche sagen, oh, ist ja gar nicht high, super krass Textur, bla, und es könnte ja viel heißer aussehen. Ja, viele haben sich auch beschwert, dass die Animationen halt angepasst wurden. Was natürlich logisch ist, weil es wenig Sinn macht. Ja gut, wurde es bei der VR ja auch. Also ja klar, aber es muss ja auch sein, weil es wäre natürlich end der Malus, wenn du dreimal so lange brauchst, diese E-Pistol rauszuholen, als die normale Pistol beim Waffenwechsel. Und ja gut, aber ne, das meine ich nicht mal, aber es wäre halt es wäre halt lustig gewesen, wenn die sich Schlaganimationen gemacht hätten. Obwohl, haben sie die? Sie haben sie so semi, also er dreht zwar die Pistol auch wieder so und schlägt mit dem Griff zu, aber die ist halt so ein bisschen in ihrer aber er haut nicht so komplett nach vorne, als würde er sich so, so keine Ahnung, als würde er sich fast werfen wollen. So ja, sie haben es in der Geschwindigkeit so ein bisschen verändert. Also er schlägt schneller zu, also der Punkt, wo er geschlagen bereits hat, ist schneller erreicht als sonst. Weil damit es halt mit den anderen Waffen auch und generell schlagen scheinbar schon. Aber es ist cool und ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, man kann es ja eigentlich nicht als gegeben nehmen, dass die jetzt so viel alten Kram nochmal reinführen. Ja, mich, ist nice, ich finde es ja eh faszinierend, wie anpassbar Halo 5 ja scheinbar vom Framework zu sein scheint, dass sie überhaupt im Nachhinein, wo das Spiel jetzt schon eben draußen ist, noch so viele Waffen und Bungie denkt sich so, fuck, weil sie ja immer meinten, man kann sowas nicht im Nachhinein einfügen, was redet ihr denn da, hört auf damit und jetzt so, shit. Well, also sagen, programmiertechnisch scheint hier echt einiges ziemlich gut gelaufen zu sein bei Halo 5. Weil, und scheinbar gibt es auch neue Storm Rifles, habe ich gehört. Ja genau, es gibt jetzt noch viel, relativ viel Kleinkram, sage ich einfach mal, wie immer. Es gibt für Warzone neue Storm Rifles, einmal so ein gelbes Fury und einmal ein noch besseres rotes Blissful Slumber. Oh. Rare, oh mein Gott. Das Gelbe habe ich auch schon freigeschaltet tatsächlich, habe es aber noch nicht benutzt, weil ja, nö, ich erstens Warzone ja nicht so viel spiele und zweitens dann nicht mit dem Storm Rifle da rumlaufe. Aber das ist wahrscheinlich nicht schlecht, so für Warzone. Aber gut, es gibt neuen Content, dann gibt es ja noch neue Skins. Davon habe ich sogar schon den Magnum-Skin freigeschaltet. Jetzt habe ich endlich mal einen anderen. Echt? Der sieht cool aus. Dieser Last Dawn Magnum-Skin. Das glaube ich gern. Der ist fesch. Der sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Bei den anderen Waffen fände ich ihn ja nicht ganz so cool, aber... Erinnert einen natürlich ein bisschen an die CSGO, an die Asimov. Yes. Ah, ja, ja, auch stimmt. Weiß und orange und so. Genau. Dann halt noch neue Stances. Eine mit dem Hammer. Und eine mit der SE-Pistol. Ja. Nicht zu vergessen, auch noch in Forge gibt es jetzt neue Teile, die speziell für Aesthetic-Leute Pelicans. Sehr interessant sind. Pelicans und Drop-Pods. Oh yeah, Drop-Pods. Da habe ich letztens auch. Die sehen auch endlich mal cool aus. Ja. Es gab in Halo 3, in der Spiele gab es ja auch Drop-Pods, glaube ich, oder so. Oder zumindest so Waffen-Drop-Pods. Und, genau also so. Die aber das sind jetzt halt so richtige... Ja, so richtig geile ODST-Dinger. Die auch in den Cutscenes ja immer bei Warzone Assault. Warzone Assault. Oh ja, oh Gott. Oh Gott. Warzone Assault. Es ist der spaßigste Modus aller Zeiten. Ja, spielt mehr Warzone Assault. Assault. Es ist so fair. Wow, ist das toll. Und unglaublich. Hat so oft verschiedene die Attacker sind ja so, wow, toll. Wirklich. Am meisten hat mir gefallen. Die Defender gewinnen fast nie. Am meisten hat mir gefallen, dass man immer mal wieder von beiden Perspektiven spielt. Also immer mal wieder als Attacker. Nicht zehnmal hintereinander als Attacker, nein. Das passiert nie. Niemals. Das ist Frankie an seinem Rotation-Button. At his best. Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, und ansonsten gibt es hier halt noch Patch-Notes. Wir werden ja, denke ich mal, auch den Artikel verlinken in der Beschreibung. Ja, die man übrigens sehr schlecht findet auf der Halo Waypoint-Seite. Ja, so wie immer. Es ist faszinierend, wie man so die Blog-Einträge so gut verstecken kann. Oh, wir haben das vergessen. Es gibt natürlich jetzt noch True Colors. Ihr könnt jetzt eure Farben von Emblemen und Spartan-Rüstungen natürlich krass einstellen. Und gibt natürlich auch noch neue Rüstungen. Die waren hier in dem anderen Artikel nochmal größer aufgeführt. Bla 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 Rüstungen. So es gibt Rüstungen, einmal Decimator. Sieht so aus wie und Helioskrill Warbound. Und dann natürlich noch eine andere Version von dieser einen, wo sich auch schon wieder
ein paar aufgeregt haben, dass ja diese eine Rüstung, die man irgendwie nur freigespielt hat, wenn man legendär oder so gespielt hat. Diese Blood Gorger. Ah, okay. Davon gibt es jetzt eine. Aber es ist eine andere Version, deswegen es ist nicht genau das gleiche. I don't care anyway. No. Jumpmaster, Dispatcher, Shinobi Heartless. Oh, Shinobi. Also groß und ganz so englisch. Shinobi. Shinobi. Who cares if you suck at the game when you look like Shinobi? Naja. Oh, dann gibt es ja natürlich noch Community Spotlight. Naja, aber gut, das hat nichts mit dem Update zu tun. Ja, ja. Sehr cool. Insgesamt ein vergleichsweise umfangreiches Update wieder mal. Yes. Mit neuen Spielmodi. Und ich freue mich schon auf das nächste. Ich muss sagen, da geht's ja update-mäßig geht's ja tatsächlich ganz gut voran hier. Ghosts of Meridian. Bin echt gespannt, was da drin ist. Ja, eine Map, die in eine Lava-Map, schätze ich. Hm. Mit einem Guardian in der Skybox, wenn wir Glück haben oder so. Der da mitten im Game, das wäre krass. Einmal runterbrunzelt, dann ist alles tot. Bah. Ja, Nuke activated. Wobei der Sound wirklich geil war, das muss man ihnen ja lassen. Ja. Also, ja, aber gut. Das ist andere Zeit. Das ist auch schon so lange her. Das kam auch 2010 oder so heraus. 2009. Boah, keine Ahnung. Gott! I get old, I'm getting old. I don't know, it's crazy. Ja. Yes. Ja. I hope, we hope, you liked this little talk. Discussion ja. About the Hammerstorm Update. Ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr am Hammerstorm Update am besten fandet und oder am schlechtesten oder was ihr euch speziell fürs nächste Update auch erhofft. Wart ihr vom Winde verweht? Ja? Ja? Nein, vielleicht? Ich verstehe nicht. I guess. Ja, Hammerstorm. Jesus. Here we go again. Ey, immer wenn das jemand sagt, muss ich an C-3PO denken. Was? Wieso das? Ja, Mann, es gibt so ein Star Wars Trailer, so einen ganz alten von Return of the Jedi. Und da ist das halt, das ist halt noch diese Zeit der Trailer. Naja. Ja, anyway. Genau. Good day, Sir. Ja, schönen Tag.